Hallo, liebe Internetzuschauer! Na, ihr Räuber? Ha! Hier sind wir wieder mit Ark und mit Bogusman. Moin, Moin! Und Palain. Hallöchen. Ihr seht's, die sind da hinten. Ich zoome mal so ein bisschen. Da haben die irgendwas gebaut. Ich kann es hier noch nicht so eine Zaunanlage und sind hoch auf dem Fels gestiegen. Ich selber bin hier auch hochgestiegen. An der Felswand hochgekraxelt und ich hoffe, die Biber, die wir gleich angreifen wollen, kommen nicht an mich ran. Ansonsten wird es hier ganz kurz Intermezzo. Ich schieße jetzt mal einen Biber an und die Idee ist, dass sie hier unten vor dem Felsen rumlungern, nicht an mich rankommen. Und was die zwei da machen, das werden wir dann auch gleich sehen. So, wo haben wir denn mal einen? Wir machen das selber, ne? Wir wollten erst mal gucken, ob Astrak überlebt. Genau, wir gucken erst mal, ob ich durchatmen kann und dann. So, jetzt brauche ich nur noch einen Biber, einen, der aufgetaucht ist. Ach, hier unten ist direkt einer. Dann nehme ich mal den. Ja, den Pfeil habe ich wohl vorbeigesammelt, oder? Hat der getroffen? Keine Reaktion. Dann hast du wohl nicht getroffen. Dann habe ich nicht getroffen. Ich muss warten, bis einer mal in der Nähe vorbeikommt. Der ist hier. Jetzt ist der da im Wasser. Jetzt, weißt du, die ganze Zeit lungern sie hier rum. Dann startest du die Aufnahme und dann sind sie weg. Das haben wir gemerkt. Alle weg. Ja, klar. Die wuscheln da irgendwas rum. Ja, ja. Hier ist einer, den kriege ich. Warte mal. Aber der ist halt ewig weit weg. Ja, warte mal. Ich probier's mal. Vielleicht treffe ich ihn ja. Jetzt kommt einer in deine Nähe. Kommt er wieder weg. Okay, wir packen mal das böse Geschütz aus. Guck mal, da ist eine weggeschwommen. Ah, der wird getroffen. Ja. Ich kann. Hab ja auch die Knarre ausgepackt. Okay, sehen wir uns das mal an. Ach du Scheiße! Okay, es sind 6. Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen unwohl. Aber, jetzt kommen sie. Hi, hi Kumpels, hey Friends. Na, alles cool? Es sieht so aus, als ob ich nicht in den Arsch geschossen. Was kann ich auf die entfallen, ob irgendwas treffe? Ja, da trifft auch was. Mit immer rein in die Horde. Immer rennen in das blöde Gesicht. Er hat brutal gewildert. Das muss den Tierschutz nicht sehen. Ah! Ich sehe, unser Zaun wird getestet. Wir haben auch Kundschaft. Unser Zaun wird getestet. Was ist denn mit der Knarre los? Darf der hinten rum? Ja, das ist. Okay, ein Hammer. Ja. Boah, das gibt's doch gar nicht. Ich mache auch nur 131 Schaden irgendwie. Jetzt habe ich einen. Einen habe ich auch weg. Jetzt flüchten sie, zum Teil. Dieser undankbare Sack! Vorbeigesammelt, ey. Gibt's da das? Ja, haut drauf, gibt's ihm! Yes! Macht ihn fertig! Jawohl. Yep. Ein 150er. Arg. Wow. Egal, weg damit. Ja, ja, er ist ja tot. Ja. Ich hab hier noch 3. Tut schon ein bisschen weh, so 150er Tierchen, ja. Egal was es ist. 4 hängen hier rum. Ja,
ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben, diese ganze Keulerei jetzt um... Einer läuft zu euch? Ja. Der da? Um Pelz zu fahren, oder? Hey. Jo. So, hier sind aber noch welche okay. bei mir. Denn wir brauchen für uns in wärmere, in kältere Gefilde zu bewegen, brauchen wir die Pelzrüstung. Und die braucht etwa 300 Pelz für einen kompletten Satz. Das heißt, wir brauchen der ist im Wasser. Ja, kommt auch wieder raus. Da kommt noch einer. Einer ist gut. Erwischt. Ist noch einer. Das tut mir schon so ein bisschen leid. Da ist noch einer. Quitsch. Hier ist noch einer. Schon so armselig. Vorsicht, im Wasser sind die super schnell. Ja. Erstmal ein Betäubungspfeilchen reingepasst und noch ein. In die Schnut. Sieht gut aus. Hier okay. ist noch einer bei mir. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Sehr gut, schlachtet sie. Das war ein bisschen... Pelz, es gibt Pelz. Pelztier. Hat meine Stiefel kaputt gebissen. Haben wir alles? Was habt ihr denn da jetzt gebaut? Ach, das ist so ein Gitterchen, okay. Nett. Das war eigentlich ganz gut bewährt. Ja. Was hast du da jetzt runtergeworfen? Fleisch. Warum denn? Okay. Ja, weil ich mich nicht mehr bewegen kann. Ach so, ich nehm's mal auf. Ja. Pelz ist sehr schwer. Okay. Magst du mal nach dem Argentavis gucken? Ich bin gerade da. Ich hab dich wie einen gehüllten Blitz in die Richtung rennen sehen, dachte, Ich werfe auch den Pelz zu dem Typ rein und die Felle und so. Das ist ja hier so ein bisschen Lastentier gerade. Der soll gleich wissen, wofür er gedacht ist. Genau. Mach auf und trag. Genau. Ja. So, haben wir einen Biberbau, den ich mir mal ansehen darf? Wo ist denn einer? Direkt am Anfang war einer, unter Wasser. Genau da, wo du jetzt bist. Wo? Hier, siehst du ihn? Nein. Direkt davor, direkt vor dir. Ah, wir haben kein Pramit mehr. Wo? Hier, guck mal, da wo ich... Dieses Gestrüpp hier. Ah, jetzt habe ich's gerafft, alles klar. Das da, Biberdamm, Inventar öffnen. Ich nehme mal den Pilze, Zemente mal... Ich nehme eigentlich mal Zement und nochmal Zement. Achtung, 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 Achtung! Da war noch einer. Da war noch eine Scheiße! Wo ist er? Wo ist er? Da. Keine Ahnung. Oh, shit. Was? Fleck, irgendwas ist kaputt. Boah, mir geht's nicht mehr so gut. Boah, Mann, ey. Aua, aua, aua. Das hat mir wehgetan.
Meine Gesundheit steigt aber wieder, alles gut. Ah. Aber jetzt muss ich erstmal was essen gehen. Mhm. So. Hinten war doch auch noch einer, oder? Ja, am anderen Ende. Was gab denn das eigentlich an Zement? Ich habe eingesäckelt 351. Cementing-Fest? Wow. Ja. Das lohnt sich wirklich. So, hier sieht man, wir haben also die zwei, die Sachen, die uns interessant und besonders interessieren, ist natürlich die Zementpaste. Und ich werde jetzt alles rausnehmen, damit der Damm in sich zusammenfällt und damit ein neuer entstehen kann. Empfiehlt sich nicht, die Dämme stehen zu lassen, wenn man die Zementingpaste rausgenommen hat, weil keine neue danach kommt. Das heißt also, wenn, dann macht man ihn gleich leer. Damit er in sich zusammenfällt. Meine Stiefel sind kaputt. Leer gemacht. Und ich habe noch mal 38 seltene Pilze rausgeholt. Cool. Ja, meine Stiefel haben sie auch zerbissen, die Viecher. Naja, das ist eine Gruppe von denen, macht einen Rex klein. Und zwar ziemlich flott. Okay, der Damm hier vorne ist geleert oder ist da noch was drin? Ich habe leer gemacht. Ich habe einen auch leer gemacht. Ja. Boah, die sind so schlecht unter Wasser zu sehen. Wenn du die reitest unter Wasser, die sind also wirklich sehr starke Kämpfer, auch unter Wasser. Das ist doch nicht der einzigste Bau gewesen, hier müssen noch viel mehr sein. Nö, das kann schon sein, dass das nur zwei sind. Ehrlich? Das variiert sehr stark. Mal hast du nur zwei Biber rumstehen und dafür sind fünf Dämme gebaut. Und mal hast du jetzt, wie wir jetzt, sechs bis acht Biber und es sind nur zwei Dämme da. Ah, wir bräuchten noch ein bisschen Prime Meat für unseren Vogel. Ja, das wäre nicht schlecht. Hier drüben ist noch eine Level 20 Kugel. Ja, ich habe gesehen, wir haben auch Dödelkugeln bei uns vor der Basis rumlaufen. Mhm. Dann legt man notfalls einen von denen oder zwei. Ja, der andere wäre halt ideal gewesen, weil er quasi hier vor Ort gewesen wäre, aber was nicht ist, das kann man halt auch nicht. Was nicht ist, wird noch kommen. Genau. So. Chitin, Keratin, haben wir davon noch was? Nicht unbedingt dabei. Achso, ja genau, ich wollte mal gucken bei der einen Höhle. Wollt ihr die auch sehen? Also, ja, sicher, ne? Ja, da komme ich gerade wieder hoch. Oh. Ups, upsi. Warte mal, ich werf dir mal ein bisschen was ein. Ja. Hier, mein Großer. Warte mal, lass mich mal spaßhalber gucken, ob ich... Nee, ups. Ja, gut. Und zwar hier rüber. Also raus aus dem Ding. Ja. Und dann hier in diese Richtung weiter. Mhm. Ach, guck mal hier, sogar T-Rex. T-Rex, ja. Ja, aber da ist noch eine Höhle. Gut. Ja, ich sehe den Eingang. Noch eine Höhle. Ist das das, was du zeigen wolltest? Das wollte ich zeigen. Und zwar ist es so, hier gibt es auch Würmer.
Ja, und Würmer sind ja scheiße für die Rüstung. Würmer sind scheiße für die Rüstung, aber... Schlangen dort ohne Ende. Dort Schlangen ist ohne Ende. Wurm. Und Käfer, Mistkäfer. Mhm. Ja. Cool. Was natürlich super wäre, wäre, wenn man von den Spinnen was kriegen könnte. So. Skorpione sehe ich noch. Hab's mal eingeladen. Was ein Gewusel. So. Natürlich prompt einer auf den Hintern gekriegt. So, für diesen Zweck führt man Stimberries mit sich. Spinnen sehe ich hier. Ja. Ein Riesenpilz. Ein echten Riesenpilz. Ist ja abgefahren. Ja, was war hier draußen? Draußen prügeln gerade Brontos um sich rum. Die haben schon Schlangen angelegt. Ja, ich wollte hier mit den... Genau, das ist nämlich super. Da kriegen wir eventuell Primit und Titin. Da hinten ist eine Schlange, die gibt Primit. Wenn wir Glück haben. Eieiei. Ja, wenn es den Rex da unten legt, das wäre natürlich super. Den hat es gerade gelegt. Skorpion. Eine Höhle mit Wasser. Da gibt es auch Wasser. Ja, ist gut, ich weiß, du hast Dropper. Matt, ich gebe dir gleich ein bisschen was ab. Boah, alles voll hier. Ich bin doch mal den Rex und den Kano. Das ist dieselbe Höhle. Wahrscheinlich, ja. Ja, nicht wahrscheinlich. Ich bin auf der anderen, ich bin wieder bei unserem, wo wir reingeflogen sind, wieder raus. Ich bin einmal durch. Ach, das ist ja cool. Das ist dieselbe Höhle, das ist die. So, wo seid ihr? Ich bin noch am Höhleneingang. Ich versuche halt, die Team zu kriegen. Ja, okay. Das war hier irgendwo. Ich bin ja gerade Primi zurück. Ich habe nämlich gerade was aus dem Rex geholt, der hier gestorben ist. Ja. Da schlägt ein Bronto um sich. Ja, wir haben schon neue Biberdämme hier oben. Und neue Biber. Waren das Insekten? Ja, die Libellen sind hier. Also das hier ist halt ziemlich gefährlich, aber auch sehr ergiebig, diese Ecke, muss man sagen. Kano greift hier alles an, okay. Oh, weg. Aua. Der Kano ist echt unangenehm. So, jetzt gucke ich mal, ob ich euch finde irgendwo. Ja, ich bin noch am Eingang. Ja, ich suche such diesen Eingang. Könnte das hier drüben sein? Da steht ein blutender Bronto. Ja, ich bin am Eingang, okay. Bin auch am Eingang. Uah! Eine scheiß Schlange ist hier! Ja, jede Menge. Warum sagst du nichts? Ich komme zu Hilfe. Ach du Scheiße, jetzt sehe ich das erst. Das ist ja alles voll. Da ist ja noch mehr Getier. Man kann unser Haus sehen von hier. Na komm.
So, nochmal Stimberries essen. Wow, nicht hängen bleiben! Oh. Das ist ein Gewusel da unten. Ja. Da kommt auch so eine Spinne angelaufen. Boah, okay. Da ist auch noch so eine Schlange. Hier klopft schon Agenda-Wies mit irgendwas. Im Stego. Okay. Na, ist ja schon einiges tot da unten, ne? Ja. Jetzt ich. Vorsicht mit dem, wenn du getroffen wirst. Ich weiß. Ich weiß. Das, ich habe nämlich jetzt zum Beispiel fast schon. Ja, demnächst wird er ohnmächtig. Warum? Woran erkennst du es? Ha? Weil der Torpor hat wie ein großer. Ich habe jetzt schon 220 von 970 gehabt. Und das war am Steigen. Und jetzt habe ich ihm gerade 10 Stimberries reingehauen. Mhm. Jetzt warte ich, bis es ganz runter ist. Und dann mache ich noch einen Run. Da fällt der Raptor vom Himmel. Echt jetzt? So, den Agentavis-Sattel habe ich mal eben gebaut. Sehr geil. Hey, cool. Da war jetzt also genug Chitin dabei. Müsste doch gleich gezähmt sein. Ich hab dir nochmal das Prime reingeschmissen. Ein Agenda Wies greift da unten an. Hm. Ja, kurz so. Und unsere Biber-Dämme sind wieder da. Inklusive Biber. Wie machst du diesen Seitwärtsangriff? Dieses T. Rollen? Was? T. T. C. C. Okay. Musst du dafür Gas geben? Nö. Aber er braucht viel Ausdauer. Okay. Da ist so ein Raptor dabei. Naja, der ist, glaube ich, eben von der Klippe gefallen. Ja. Also was ganz angenehm ist, ist, dass diesmal keine Würmer dabei sind. Vorsicht, Vorsicht, da ist der Schwanz vom Bronto. Nicht, dass der... Ja. Ich glaube, der Geier, den hat es jetzt gelegt. Ist ohnmächtig. Der Agenta? Nee. Oh, der greift mich an! Was soll denn das? Oder ist da was drin? Drum, dran? Nö, der greift dich schon an. Nö, der greift mich an. Ja, gut. Was ein Arsch. Wolltest du jetzt da diese Mistkäfer rauslocken? Nee. Die Mistkäfer werden gezähmt, indem man auf die Position 0 Kacke legt. Oh. Ach, hier sind ja welche draußen. Ja, deswegen frage ich. Und einer folgt mir. Ne, das ist eine Spinne. Was ist hier mit? So. Muss mich mal orientieren, wo ich hin will.
Oh, das war der eine See. Hier drüben müsste dann der andere sein. Ich glaube, die Spinne ist platt. Ja. Ha, guck mal, und die Biber sind wieder da. Ja, ja. Ja. Jede Menge. Großes Kino. Oh, ich glaube, von der Bewusstlosigkeit her setze ich mich erstmal auf den Boden. mal kurz ausruhen. Du hast den blöden Spinne gefressen, natürlich. Ich habe auch ein bisschen Krempel aufgenommen bei der Gelegenheit. Ich glaube, ich gebe mal diesen Zement und diesen ganzen Mist erstmal ab. Und komme sozusagen erleichtert wieder. Ja. Und vor allen Dingen ist dann der Kram dann safe. Ja, so safe, wie es in Ark halt geht. Ja. Also ich habe aus dem einen Lotstrahl eben auch noch Krempel geholt. Also jetzt haben wir so viel Prime Meat, da könnte man im Prinzip eine Torte mitbacken. Mmh, lecker. Prime Meat Torte. Ein Mettigel. Ja. Ja. Ein Chitin Chest Piece, ein Ramshackle Simple Piston. Boah, der Prime Meat, das müsste man dem mal vor die Nase setzen, damit er es auch frisst. Ja, nee, er frisst es automatisch. Ach so. Ja. Ich dachte, es zählt immer das, was oben als erstes steht. Nee. Wenn er Prime Meat hat im Wanz, dann holt er das zuerst. Ja, also Narkotics brauchen wir keine mehr für den. Es gibt immer vom beliebtesten Futter zum unbeliebtesten. Ja. Ich hab dann auch gleich einen Sattel für dich. Der Argentavis hat halt keine Rolle. Also dieser Angriff da, dieses Drehen, das kann er nicht. So, dem schmeiße ich jetzt mal den Zement in die Kralle, die Pilze, den Kreatin und das Chitin und heute werfe ich dem jetzt alles mal hin, weil der kann besser tragen. Ja. So. Ja, warum hast du die angegriffen? Damit du in der Höhle so ein bisschen Platz hast oder so Spaß? Weil ich das Chitin brauchte. Das Chitin. Für den Sattel. Ja, ich verstehe. Okay. Und die geben Chitin. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle wäre ein Break nicht unangebracht. Er ist schon fast gezähmt oder wollen wir es gerade noch abwarten, die Zähmung? Ja, die Zähmung sollte man vielleicht gerade noch abwarten, damit wir das auch noch quasi auf aufnehmen. Aber klar, right. Ordentlich feiern. Auf Band haben, wollte ich sagen. Der erste dicke Vogel. Ja. Ich habe leider keine Munition mehr für die Knarre. Ja, nochmal 60 Level dazu. Ja, vielleicht wieder ein paar ganz gute Stats danach. Der dürfte vor allen Dingen trotz des Gewichts, was er 135 hat, ist er im Moment. Noch gut fliegen dürfen. Mhm. Aber den kriegen wir auf über 190, wenn er durch ist. Bist du sicher? Ja, momentan noch plus 61 Bonus Level. Ja. Halt alles dank Prime Meat. Also wie gesagt, das hier ist eine sehr, sehr günstige Ecke für so Aktionen. Aber jetzt tut er uns den Gefallen nicht, ne? Jetzt wollen wir gucken. Schmeißt du doch ein Narkotik ein. Warum? Ja, weil der Hunger kriegt dadurch. Nö. Bist du nicht sicher? Ich hatte immer so das Gefühl, dass es da geholfen ja, hat. Ja, er macht danach eine Fressanimation, weil er Narkotics frisst. Mhm. Ja, aber kein Primate. Ich dachte, na jetzt hat's ja erledigt. Nee. 196. Gleich auf nicht aggressiv setzen, oder? Oder doch? Oder was?
Ja. Aber erstmal kacken. Ja, ja, erstmal kacken. Was hat denn der für Werte? Genau. Der Brüller ist, wir haben den ja Vollgramsch bis zum Ende, ne? Was haben wir? Vollgramsch bis zum Ende und er kann trotzdem noch fliegen. Ja, vor allen Dingen kann er noch die Hälfte mehr. Doch jetzt mit dir ist es schon ein bisschen mehr Gewicht. Ja, ja, klar. Also mit mir ist er jetzt grenzwertig, was das Fliegen angeht. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Gerne könnt ihr diesen Kanal abonnieren oder den Kanal von Guzman. Und wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Ich verabschiede mich und überlasse Guzman das letzte Wort. Bitteschön. Genau. Schaltet auch nächstes Mal ein, wenn ihr Dr. Bob sagen hört. Und was machen wir jetzt? Und Balein. Jawohl, ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Okay, also, bye bye.